Servus und wieder einmal Kapitelfortschritt 35, 28. Haben wir erstmal kurz die Teams im Überblick. Und wir gehen wieder rein. Toranchis, diesmal mit Lucretia. Ja, ich habe circa 20, 25 Minuten jetzt hier daran geklickert, bis es dann geklappt hat. Aber Toranchis ist halt immer so ein bisschen, naja, Glückssache. So, der nächste Kampf, der war wieder First Try. Hier sieht man wieder ganz klar, dass Ains regelt. Wieder klassisch wie von bei den letzten Kämpfen, Atalia mit Diamon, die den meisten Schaden hier gedrückt haben. Wobei man ganz klar sagen muss, dass Diamon nochmal das Doppelte von Atalia gemacht hat. So, Kampf Nummer 4. Hier musste ich mir den Skriat mal leihen. Meiner hat leider noch keinen 3 von 9, ist hier wirklich sehr wichtig. Ich habe es mit meinem Skriat versucht, aber wirklich keine Chance. Da der Oden hier ja, eigentlich mein ganzes Team sofort auslöscht und dadurch, dass Skriat das 3 von 9 hat, zieht er erstmal das komplette Team ein Stück weit nach vorn. Somit ist Oden erstmal. Wie kurz, ja, wie soll ich sagen, abgelenkt, ausgenockt und dann zieht ihn halt gleich Iron ran. Ja, wie gesagt, ohne Skriat 3 von 9 war es leider nicht machbar. Ich habe gestern Abend knapp 45 Minuten dran gesessen, hat nicht geklappt. Und jetzt mit dem Skriat mit 3 von 9, first try. Und ja, scheint sehr wichtig zu sein. Ich habe meinen jetzt schon ewig drin. In der Liste ziehen aber nicht. Momentan hat er jetzt ein rotes Möbelstück. In der Zwischenzeit habe ich drei Helden auf 9 von 9 gebaut. Naja, ist halt Pechsache, ne? Und hier letzter Kampf halt wieder ganz klassisch das Lockout-Team. Da macht der Talene den meisten Schaden. Manchmal ist Mihira auch noch mit dabei, die wirklich guten Damage drückt. Diesmal leider nicht so doll. So, dann haben wir das auch geschafft. 35, 28. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, Isis ist sehr gut gegen Toran, da er Toran sozusagen abwürgt, dass er seine Ulti nicht machen kann. Nochmal kurz so als kleiner Tipp nebenbei. So, dann wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.